Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review und ich war wieder mal im Kino. Diesmal gab es den Film Bohemian Rhapsody. Ja, ihr wisst schon, das ist der Film rund um Freddie Mercury und die Band Queen, beziehungsweise keine Dokumentation, eher eine Biografie. Ich weiß nicht genau, wie man das dann nennt auf jeden Fall. Aber ihr konntet erleben, wie Freddie Mercury aufgewachsen ist, wie er die Bandmitglieder kennengelernt hat, wie sie ihre Lieder geschrieben haben, wie sie zueinander gefunden haben, ihre ersten Auftritte, wie sie ihren ersten großen Hit hatten, den Durchbruch natürlich, wie sie auf Tour waren, wie sie immer versucht haben, neue Projekte zu starten, Ideen zu sammeln, mussten alle an einem Strang ziehen, jeder hat sich eingebracht, wie natürlich auch Probleme entstanden sind, die dem Bandklima geschadet haben, persönliche Probleme, der Bruch mit seiner Frau, muss man so sagen, der Punkt, an dem er entdeckt hat, dann, dass er auf Männer steht, dann gab es nur noch Eskapaden und ein Heiden hin und her, die Wiedervereinigung, sonst was. Also der Film hat wirklich alle Höhen und Tiefen durchlebt und ich war richtig begeistert. Gleich vorweg, ich muss sagen, wir waren zu fünft im Kino, wir sind zu fünft da rein und alle fünf Leute haben geweint am Ende. Wir sind heulend da rausgegangen, weil das einfach so ergreifend war. Das hat, jeder musste sich da ans Herz packen, musste da mitfiebern, musste da mitfühlen. Das hat für mich auch noch eine ganz besondere Bedeutung, denn auch mein Bruder, der nicht mehr am Leben ist, der ist auch gestorben mit 21 Jahren und der hat auch damals immer Queen gehört, als ich noch so ein kleiner Bubi war. Wenn ich mal da ins Zimmer rein bin, es gab ja noch gar keine CDs wirklich, es gab noch Musikkassetten damals und der ganze Schrank voll mit Queen Musikkassetten mit den Tapes und das war wirklich seine Lieblingsband und das war natürlich jetzt ganz nostalgisch, diesen Film zu sehen, auch Erinnerungen schwelgen zu lassen an die Musik, auch das ganze Leben von Freddie Mercury mitzuerleben, mal einen Blick hinter die Kulissen zu sehen und selbst für Leute, die jetzt nicht Fan von Queen sind, für die ist es trotzdem auch interessant, denn ich fand, dass es einfach ein musikalischer Film gewesen, der war wirklich spannend bis zum Schluss, der hatte viel Witz, Humor, der hat so tolle Schauspieler gehabt, ich will nicht sagen die Handlung, weil es ist ja alles wirklich so passiert, gut, ein paar Dinge wurden natürlich auch anders dargestellt oder ein bisschen anders rübergebracht, umgemodelt, aber im Großen und Ganzen hat man wirklich einfach mal den Einblick, wie es so zugeht in dem Leben der Stars, der VIPs, ohne dass es jetzt richtig dämlich oder abgefuckt wirkt. Das war wirklich ein Film, den ich eben empfehlen würde, der ganzen Familie. Guckt euch den an, ihr werdet lachen, ihr werdet wütend, ihr werdet trauern, ihr werdet alle Emotionen erleben, die es gibt in diesem einen Film und deswegen fand ich den auch so klasse. Also ich bin rausgegangen nach den letzten paar Sachen, die so enttäuschend waren und würde diesem Film sogar 10 von 10 Sternen geben. Es ist zwar kein Horrorfilm, es ist kein Actionfilm, es ist was komplett anderes, es ist was Musikalisches, es ist was mit Herz, mit einer Geschichte, eher ein Drama, eine Biografie, alles drum und dran, aber das ist einfach das Leben und es war sein Leben und das finde ich so genial, so faszinierend. Ich bin auch gleich heim, habe mir das dann auch vorbestellt, will den unbedingt nochmal schauen dann mit meiner Freundin, die war nämlich nicht dabei, aber ich werde jetzt jedem einfach den Film zeigen, wenn der ist, wo mal wieder zu Besuch kommt, den muss ich auch unbedingt den Film zeigen, aber gut, bis dahin gibt es den Film noch nicht und da kommt der schon, aber das wird auf jeden Fall noch nachgeholt und ich brauche eigentlich gar nicht mehr jetzt darüber sagen. Wer sich mit Queen beschäftigt, der wird viele Sachen natürlich schon vorher gewusst haben, was da so alles passiert ist. Wer den Film gesehen hat, weiß auch genau Bescheid. Wer ihn noch nicht gesehen hat, dem möchte ich nicht zu viel noch verraten, obwohl ich ja eh schon alles gesagt habe in dem Sinne. Aber geht da rein, schaut euch den Film an, nehmt euch die Zeit, setzt euch mal hin, eine ruhige Minute und ihr werdet es nicht bereuen, werde ich jetzt sagen. Also mein Geschmack hat es komplett getroffen, hätte ich so nicht erwartet, war wieder mal positiv überrascht und ja, auch so Kleinigkeiten einfach, der schmierige Manager, den man sich anschaut oder irgendwelche falschen Freunde, irgendwelche Intrigen hin und her und wie alles gemeistert wurde, wie alles dann wieder zueinander gefunden hat und wer am Ende dann gelacht hat und
wer es geschafft hat. Also das waren so viele kleine Dinge in dem Film, die mich wirklich glücklich gemacht haben, die mir nahe gegangen sind, die mein Herz erwärmt haben. Deshalb empfehle ich euch den Film, auch wenn ich es jetzt schon zum 10. Mal gesagt habe und ich es noch 50 Mal sagen kann, aber Bohemian Rhapsody, also 10 von 10 Sterne bei mir, habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie gemacht. Da kann Mission Impossible sogar einpacken und ja, jetzt, ich sage einfach nichts mehr. Guckt euch einfach den Film an und dann wisst ihr Bescheid auf jeden Fall, was ich meine. Und ach so, ja doch, ein was muss ich aber trotzdem noch dazu sagen, nämlich genau das Ende, dieses große Live Aid Festival, dieses Konzert, was noch da gegeben wurde, das fand ich auch so genial, weil bei vielen Filmen ist der Höhepunkt einfach so, ihr seht, dass das, worum es dann am Ende ging noch, dass das zustande kommt, dass das hingehauen hat. Aber das ist dann immer nur so kurz angerissen und das war's, aber es wurde so sehr der Hauptaugenmerk dann am Ende auch auf dieses Live Aid Konzert gelenkt und das wurde so groß dargestellt und so lange, dass ihr wirklich denken konntet, ihr seid selber bei dem Konzert gerade und habt verschiedene Lieder dort gehört, auf dieser Bühne. Andere kaufen sich eine DVD von einem Konzert von einer bestimmten Band, damit die live spielen, hören, sehen können, wie auch immer. Und da das Ende, das war einfach so ausgeprägt und so riesig. Man könnte sich den Film einfach auch nur kaufen, aufgrund der Schlussszene, dass man da ein Queen-Konzert hat bei Live Aid, was man sich nochmal angucken kann. Schon alleine das ist es wert, die Performance, die Schauspieler, die Musik, der Nostalgiefaktor, die ganze Geschichte, also alles hat von vorne bis hinten gepasst. Und deshalb Daumen hoch von meiner Seite aus. Das Ende ist unvergessen. Und ja, das war's auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Film, was auch immer das sein wird. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.